Hallo Freunde, Freak hier von MagicBlocks.de. Wir sind beim Outlaw of Thunder Junction angelangt und ich habe hier ein Collector Booster Display. Ausnahmsweise mal nicht Hashtag Werbung, das habe ich mir selber gekauft. Und das werden wir mal öffnen. Wir sind heute ist Pre-Release-Wochenende. Das heißt, Preise, was etwas wert ist, ist noch so ein bisschen schwankend, muss man gestehen. Ich hole die mal hier raus. Aber da ich eh viele Karten davon gern hätte und einfach schon lange nicht mehr gegambelt habe, machen wir das mal. Ich bin gespannt. Ich habe auch keine Ahnung, was für Treatments hier drin sind. Treasure Tokens, immer gut, kann man immer brauchen. Die Kamera wehrt sich, also wir können das zumindest sehen. Gegen das habe ich heute schon verloren. Im Pre-Release. Ultra geil die Karte. Ultra geil. Ja, kaum zu schlagen. Ionize, ja, auch in diesem Prosperity Treatment, das ist ja so ein Newsletter. Lock and Load, eine Commander-Karte. Aus diesem Spellslinger-Deck, die ist ganz cool. Bonipal, Ultra Limited Bombe. Dann haben wir ein Inspiring Advantage, natürlich schön Boros, das kann ich gut gebrauchen, nicht. Humiliate, okay. Tyrant Scorn, gute Karte, aber das Treatment gefällt mir nicht. Wunderschöner Forest, der sieht echt cool aus. Make your own luck. Griff, Outlaw Stitcher. Okay. Hier hinten ist quasi Zeug. Das heißt, hier halt mal das Land. Und hier vorne die unendlichen Rares. Ich hätte gern einen Chase. Da bräuchte ich noch welche. Tiny Bones kann man immer brauchen. Memory Vessel. Rote Mythics. Exile Memory Vessels. Okay. Each player exiles the top 7 cards. Ah, das ist okay. Verstehe. Functional Reprint. Aber also nicht Functional Reprint mit anderen Mana-Kosten ein bisschen gefixt von Memory Char. Okay, coole Karte. Collective Defiance, nochmal so ein roter Banger. Sand Scout, eine Commander-Karte, macht Tokens. Pitiless Carnage. Okay. Smuggler Surprise, ist kein Highlight. Und dann fängt es hier an. Clear Shot, Mountain. Ja, da sind halt so Dinge drin, gell? Das ist jetzt alles irgendwie nicht so richtig was wert, muss man gestehen. Wenigstens Treasure Tokens machen wir gut auf. Marchesa. Foil Marchesa. In Expanded. Die ist cool. Echt eine coole Karte. Fractured Identity. Wertlos, aber ultra unlimited. Heartless Conscription. Guter Reprint. Guter Reprint. Kann man immer brauchen. Oh, ein Ructus the Muscle in diesem Wanted Artwork. In Non-Foil aber. Ja, der sieht cool aus. Ja, da ist der neue Bob. Der ist eine gute Karte, da brauche ich auch noch ein paar. Journey to Nowhere braucht kein Mensch. Terminal Agony braucht kein Mensch. Die Plains sieht aber cool aus. Und dann haben wir hier noch die restlichen Uncommons und hoppla. Die restlichen Uncommons und Commons. Wegen denen holt man sich ja keine Collector Booster, sind wir mal ehrlich. Mercenary Token, sehr cool, den brauche ich tatsächlich mal fürs Limited. Gitrog, Foil Expanded Gitrog, ist leider nichts wert. Primal Might, auch nichts wert. Vengeful Regrowth, ja, weiß ich nicht. Okay, und da ist der Commander. Mirror of the Wilds. Der ist, glaube ich, ganz cool. Breaches, gute Karte. Muss aber was sacken. Das haben wir heute mehrfach gelernt, dass das nicht immer gelesen wird. Heartless Pillage. Dann wieder diesen schönen Forest. Und dann. Jo, ein paar Commons. Was sagt ihr zu dem Set? Ein bisschen merkwürdig, finde ich. So. Sie Magic-Charakteren hüten auf.
Wollte ich ja eigentlich dieses, also ich bin auch nicht so empfänglich für dieses Wild-West-Ding. Es gibt so ein paar Sachen, die ich da mag, aber. Okay, Foil Path to Exile und das sieht sogar golden aus. Der sieht schick aus. Ich kann man auf jeden Fall brauchen. Primal Command, naja, braucht kein Mensch. Da ist wieder eine Commander-Karte, die ich nicht kenne. When enters the battlefield, return target Outlaw card from a graveyard to your hand and escape. Jo. Cool, ein Top-Orb. Ist auch wertlos, glaube ich. Aber dieses Artwork ist sehr, sehr schön. Vielleicht kann das ja jemand brauchen. Calendar Kid in Foil. Foil Mythic. Der sieht schick aus. Hindering Light. Tornado. Die Island. Das erste, die wir haben. Die ist schön. Den Reanimation Spell finde ich cool. Der ist, glaube ich, auch ganz cool. Und den finde ich auch ganz cool. Da sind zumindest mal coole Commons dabei. Die man, denke ich, auch in anderen Formaten als Limited spielen kann. Okay, Treasure. Ein Desert. Das ist jetzt nicht die geilste Karte, die man in dem Slot will mit dem Special Guest, aber naja, gut, das ist wahrscheinlich sogar die schlechteste. Da haben wir nochmal das Outlaw's Merriment. Dann haben wir Djinn, Wizard Rogue. Exile Target Spell and Opponent Controls. Ah, der ist im Gonti-Deck auch drin. Great Train Haste. Heist. Das ist der extra Combat-Trick. Key to the Vault. Gute Karte. Retribution. Clear Shot. Die braucht man nicht. Der Swamp sieht insane aus. Und dann haben wir hier. Schauen wir mal, ob wir wieder was brauchen. Ah, nicht so wirklich. Okay, das war die erste Hälfte vom Collector-Display. Bis jetzt noch nicht so der Oberknaller. Fortune, Loyal Steed. Okay. Falls ihr was seht, was ich übersehen habe. Oh, Archive Trap. Archive Trap ist auch, kann man brauchen. Falls ihr was übersehen habt, sagt es mir, schreibt es mir in die Kommentare. Irgendwie cooles Foiling, das ich nicht sehe. Seraphic Steed. Ist auch eine coole Karte im Set. Das ist eine Ultra Limited Bombe. Repulse, okay. Zweimal, klar, warum nicht? Dann noch ein Mountain. Den ich wieder weitergeben kann, wahrscheinlich. Raum. Ja. Kann ja jetzt mit diesen Basic Mountains nicht so richtig viel anfangen, muss man sagen. Overwhelming Forces. In Prosperity Artwork. Und in dem coolen Foiling. Das sieht echt geil aus. Das sieht schick aus. Sehr schön. Anguished Unmaking kann man auch brauchen. Leyline Dowser. Miller Card, you may put an instant or sorcery card milled this way into your hand. Okay, und man kann antappen. Okay, dann haben wir hier nochmal was Neues. Geet's Gambit, das ist aus dem Treasure Vault. Wenn das you draw three cards, gain six life, create three bats at the beginning of your end step, you discard a card, lose two life, sacrifice a creature. Okay, das ist quasi so ein, ja, Draw, der einem dann immer Nachteile macht. Dann haben wir noch den Sandstorm Salvager. Der ist, glaube ich, ganz cool. Dann den Fight Spell. Dann haben wir wieder einen von diesen wunderschönen Ländern. Jo. Noch kein Tiny Bones, kein Chase. Die hätte ich gern noch. Okay, der ist auch cool. Three Steps Ahead. Der coole Commander-Karte. Das neue Cryptic quasi wie Devil. Felix Five Boots, der ist sehr cool. Der ist auch in dem Gonti-Deck drin. Botanical Sanctum, da habe ich zwar schon genug, aber da kann man immer welche haben. Steed ist auch ganz cool. Agony, Journey to Nowhere. Nochmal so ein schönes Swamp. Und dann Holy Cow. Ja. Jetzt dann das Foil Playset schon aus dem. Das ist ein Pre-Release bald zusammen. Nochmal Bonnie Pal. Surgical Extraction. Gute Legacy Label. Discreet Retreat. Okay, zwei Mana. Outlaw. Okay, ein Outlaw Ramp für vier. Naja. War im Limited stark. Ah, der Frosch ist cool. Den würde ich, glaube ich, spielen. Den Snapcaster Frosch. Dann haben wir einen Murder. Smash, nochmal ein Forest. Okay,
Von Omi. Boros Zeug. Zwei Booster haben wir noch, Freunde. Mana Train oder so. Bis jetzt ist es ziemlich underwhelming, muss ich sagen. So vom, was wir aufgemacht haben. Das ist jetzt echt kein Highlight. Okay, und wir haben Skullgrack. Müll. Aber das ist in diesem coolen Foiling. Aber trotzdem Müll. Hers ist cool. Da kann ich, habe ich noch keine. Da brauche ich tatsächlich welche für Eternal Formate. Soul Reaver. Der ist auch im Gonti-Deck drin. Coole Karte. Duke. Okay, dann haben wir Land. Enters the battlefield tapped. As it enters, choose a color. Add one more mana of the chosen color. For each color, monocolor permanence you control, add one mana of that color. Hört sich ganz cool an, ehrlich gesagt. Länder kann man immer brauchen. Island. Okay, letzter Booster. Da brauchen wir jetzt drei Mana Trains, damit sich das Display gelohnt hat. Oder ich habe was verpasst, dann schreibt mir das natürlich gerne in die Kommentare. Und ich habe einen Collector's Cage in diesem coolen Goldfoiling. Hideaway 5. Ja, das ist cool. Mana Train. Ja, da haben wir es doch. Easy. Easy. Okay, Dead Before Sunrise. Ja, Outlaw, Gruust, Smuggler Surprise. Cannon Joins Up. Super Karte. Tornados. Noch einen Mountain. Den finde ich cool. Den lege ich auch weg. Der kann dämonisch Tutor werden. Okay, und das war's. Dann haben wir doch tatsächlich zum Schluss hin noch eine Mana Drain aufgemacht. Ich glaube, diese Goldfoil-Dinger, die sind schon ein bisschen was wert. Und wir haben auch noch so ein Sonderartwork von Raktus aufgemacht. Das sieht auch so aus. Ich glaube, das ist, könnte okayisch sein. Ich glaube, man kann besser aufmachen. Desert ist natürlich jetzt echt so ein Blank-Hit. Auch die sind jetzt kein Highlight, ja. Also schreibt mal gerne, was ihr von dem Display haltet. Wenn ihr selber was aufgemacht habt, sagt Bescheid. Ob das auch so war, ob wir besser aufgemacht haben. Hat Chesa, coole Karte. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.